So. Moment, das muss ich hier mal eben wegmachen. Ah, geht schon von alleine hoffentlich weg. So, wir fahren dann jetzt mal weiter nach der letzten Autobahn-Map-Folge und so. Ja, genau, ich sollte hier nicht so schnell losfahren. Hier ist immer noch glatt. Man glaubt es kaum, dass es immer noch so ist. So, wir fahren rechts rum und ich habe wirklich das Gefühl, dass ich recht habe mit meiner Vermutung. Wir sind jetzt die ganze Strecke zurückgefahren, um sie dann von vorne in eine Richtung zu fahren, weil die Strecke vermutlich nur in eine Richtung befahren wird. Wie gesagt, gut, wenn man Bescheid weiß, gut, wenn man Experten als Let's Player zur Seite hat, als Zuschauer und immer auf dem neuesten Stand ist, weil der Let's Player einen natürlich immer darüber aufklärt, was gerade passiert. Also ich rede nicht gerade von meinem Let's Play, ich rede allgemein von Let's Plays, ja? Gut. So, dann wollen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen in die Gänge kommen. Ich weiß gerade gar nicht, was. Oh, wir sind spät dran. Wer hätte es gedacht? Okay, ich hätte es gedacht. Ich wollte es jetzt nur nicht so an den großen Nagel hängen. Wo ich mir gerade nicht mal sicher bin, ob das Sprichwort an den großen Nagel hängen richtig ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, nee, dieses Sprichwort existiert nicht, mein Lieber. Wo haben Sie denn fahren gelernt? Ich würde ganz gerne Ach, Ihren wieso habe ich das nur gemacht? Wieso habe ich nur gesagt, komm, wir fahren heute mal den Ski-Express? Wir können doch mal Wetten abschließen. Wie lange oder werde ich es schaffen, eine Station Fahrgäste mitzunehmen? Also mit mitnehmen meine ich, dass sie nicht aussteigen wollen. Wie jetzt schon wieder. Bin ja ein verantwortungsbewusster Busfahrer. Der war gut. Der war wirklich gut. Oh Leute, was ist denn jetzt schon wieder los? Wieso wollte er nicht einsteigen? Ich stehe doch hier in der Nähe. Moment. Das ist immer eine tolle Sache, wenn die Leute irgendwie nicht kapieren, wo der Bus steht. Wollte er jetzt einsteigen, ey Leute? Willst du einsteigen? Ich stehe ja nur. Danke, direkt vor dir. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte, nicht zwei, nicht drei, Danke. nein, eine Fahrkarte. Einmal Kurzstrecke bitte. Oh, sie sind nur kurz unterwegs. Vielleicht schaffe ich sie ja zumindest mal bis zu ihrer gewünschten Haltestelle zu nehmen. Danke. Bitte. Freut mich auch so, sie zu sehen. Also überhaupt gerade nicht, aber egal. Ich tue mal so, als wäre es so. Ach so, ich muss langsam anfahren, sonst, also Kickdown ist gerade nicht so. Ja, ich weiß auch nicht. Kann man nicht verstehen, wieso bei diesen Wetterverhältnissen der Kickdown nicht so ganz funktionieren will. Strange. Habe ich auch noch nie erlebt. So, jetzt fahren wir hier langsam um die Kurve. Wir wissen ja schon, was passiert, wenn man es nicht tut. Und vor allen Dingen, wenn dann Gegenverkehr kommt. Ist nie so ganz optimal. So haben wir jetzt eigentlich immer noch den Moment, den Wunsch da hinten, Aussteigewunsch. Ich halte noch mal eben an. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. So, ich kümmere mich noch mal eben darum. Wir haben irgendwie alte Wunsch Kinderwagentaster. Den will ich raus haben, der stört mich. Danke. Danke, schon besser. Gut, dass wir auch ein ASR haben, sonst würden wir hier, glaube ich, gar nicht erst losfahren können. Weil wir nur durchrutschende Reifen ist irgendwie. Nee. Ich habe es heute nicht so ganz mit meiner Wort, weil ich merke schon. Genauso wie ich es mit meiner Fahrkunst genauso wenig habe. So. Schön langsam um die Kurve. Wir wollen ja jetzt hier nicht übertreiben und wieder schlittern. Ah, ich darf eine Haltestelle weiterschalten, genau. Gitarren-Solo. Nächste Haltestelle. Appenzell.
Wald Hotel Brechelberger. Weiß ehrlich gesagt. Ja, genau. Weiß ehrlich gesagt jetzt aber nicht, ob die Haltestelle richtig ist oder ob ich eine gerade zurückliege. Boah, wie extrem das einfach ist. Ich fahre ja gerade mal 30 und schlitter schon. Das war jetzt eine sehr schlechte Idee, zugegebenermaßen. So. Ich sollte nicht immer so hektische und vor allen Dingen so ausladende Bewegungen machen mit meinem Lenkrad. So, schön langsam und jetzt hier um die Kurve herum. So. Das ist schon ein bisschen besser. Nicht mal ganz so extrem. Drängen Sie sich mal nicht auf. Immerhin habe ich Sie zur nächsten Haltestelle bringen können, ohne dass wir wieder einen Unfall gehabt hätten. Danke für Ihr Dankeschön. Freut mich genauso. Oh nee, Omsi. Ist jetzt nicht wieder dein Ernst, dass die... Das ist irgendwie doch schon ganz schön nervig mittlerweile. Wieso darf ich jetzt eigentlich nicht fahren? Ich meine, ist ja nicht so, als würden wir direkt vor deren Nase stehen. Aber nein, die steigen natürlich erst ein, wenn man ihnen die Tür an die Nase dran drückt. Genau. Klar. Na, Logo, das ist Realismus pur. Dankeschön. Ich meine, klar. Eine Fahrkarte, bitte. Genau, gerne. Wenn es der Money wäre, das wäre ja noch was anderes. Da würde man ja verstehen, der hat einfach keinen Bock zu laufen. Der fordert einen dann noch dazu raus, bloß näher zu kommen und eben noch die Nase abzufahren, weil, nee, laufen bis zu dem Bus die paar Meter. Oh, nee, nicht mit Money, nicht mit Money, das ist nicht so ganz. Jetzt muss ich mal eben gucken, ist die Haltestelle denn richtig gewesen? Am Pinkzellerhof, ja, das war, glaube ich, richtig. Dann schalten wir mal weiter. Wo fahren wir denn als nächstes hin? Nächste Haltestelle. Appenzell, Hauptplatz. Next Stop. Appenzell, Hauptplatz. Okay. Da weiß ich jetzt dann aber doch nicht, ob das jetzt hier richtig war oder ob wir da jetzt erst hinfahren. Das werden wir sehen. Sobald nichts mehr mit Appenzell kommt, dann können wir es ja überprüfen. Genau. Irgendwie wird das schon. Hauptsache, ich fahre langsam, dann passt das schon. Was habe ich da gerade umgelegt? Also ein Schalter. Keine Angst. So, schön langsam. Und trotzdem. Also, nee, ich hab's nicht so ganz mit Schnee. Wird es auch erstmal so schnell nicht unbedingt wiedergeben. Ich glaube aber, die Haltestelle ist zumindest richtig. Es passte halt jetzt nur Ski-Express-mäßig, weshalb ich es überhaupt gemacht habe. Immerhin weiß ich jetzt, dass ich es nicht so oft machen sollte. Wenn es sich nicht gerade anbietet. Und vor allen Dingen muss man ja sagen, der Bus hat ja sogar seinen Schnickschnack und so. Ja, ihr rechts, genau. Ich fahre nach Bad Kinzau und nicht nach Gonsee. Glaube ich zumindest. Ja, wir fahren nach Bahnhof Bad Kinzau. Oh ja, das ist jetzt natürlich besonders toll im Schnee. Die armen Autos, sage ich nur. Obwohl, wenn ich langsam fahre, könnte es funktionieren.
knapp, aber es hat gepasst. So, schön langsam und passt. Und die steigen auch mal direkt eine Sau schön. Ne, Manni, das habe ich gerade erst besprochen, wie es immer bei dir aussieht mit Einsteigen. Danke. Bitte. Was sagt die Verspätung? Sie sagt Verspätung, schön. Wer hätte es auch anders erwartet, ne? Ich bin es ja. Ich bin nie pünktlich. Ne, Pünktlichkeit ist nicht so meine Sache. In Omsi zumindest. Anderweits will ich keine Auskunft darüber geben. Das soll auch hier nicht so wichtig sein. Aber andererseits, bei dem Wetter darf man auch mal nicht böse drum sein, dass der Bus jetzt nicht überpünktlich ankommt. Kann man auch ehrlich gesagt nicht erwarten. Sollte man lieber erwarten, dass man sicher ans Ziel kommt als pünktlich. Bei mir hat man heute beides nicht. Ist ja noch besser. So, rechts herum, wir fahren nach Bad Kinzau weiterhin. Wo ich mich frage, ob wir hier nicht immer einen extremen Umweg fahren, dadurch, dass wir Richtung Bad Kinzau fahren, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall klappern wir gerade noch alle Hotels ab und so weiter. Und als nächstes kommen wir zu... Nächste Haltestelle, Steinkugler Bergbahnen, Parkplatz 4 und 5. Next Stop. Das war knapp. Steinkugel Cable Car. Parking 4 and 5. Cable Car, oh, wow, wow. Das wow kann man jetzt auch dazu zählen, wie ich gerade hier wieder mal geschlittert bin. Nee, ich würde ja nie schlittern, nee, nee. Das muss ein Fehler sein. Ich glaube, langsam habe ich den Dreh raus, nicht so extrem zu schlittern. Immer vorsichtig, man muss es nicht übertreiben. Vor allem, weil hier ein Kollege an der Ampel steht, der möchte gerne nur noch weiterfahren, außer dass er die Umwelt anscheinend sowas von verpestet, wenn ich mir die Abgase gerade so angucke. Der Kollege hier an der Ampel möchte auch gerne weiterfahren und nicht von uns mitgenommen werden. Verstehen Sie, mitgenommen werden? Na, egal. Den habe ich ja auch noch nie gebracht. Ach, guck mal, da ist Kollege mit einem Bus, wie ich meinte, halt O405, wie sie hier auf dem Ski-Express eigentlich auch eher eingesetzt werden. So. Was war das denn jetzt? Achso, hat noch wer gedrückt. Ach, das war's schon. Schön, dann fahren wir mal direkt weiter, weil... Oh, wir sind spät. Das ist klar. Ich übertreib's mal nicht, wir fahren wieder schön langsam an. Nächste Haltestelle, Steinkugler Bergbahnen, Parkplatz 2. Oh, 2. Steinkugel Cable Car. Parking. Was wird das denn jetzt hier? Boah, das ist ja jetzt sehr praktisch.
Aber wir haben es geschafft, erstmal zumindest hier reinzukommen. Ich hätte gern einen normalen Fahrschein. Einmal normal, das ist immer schön. 50 und 6. Bitte.